Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Enshrouded, mitten in der Wüste, in der Rüstung, der muss schwitzen. Die Rüstung heizt sich auf, wir glühen hier weg, das Schwert glüht. Wir questen ein bisschen weiter und dann müssen wir auch noch später der Jägerin ihre Hütte einrichten. Die haben wir ja soweit fertig, da fehlen noch Türen, Fenster und der Umzug und ein bisschen Deko und Co. Das kriegen wir aber alles noch hin. So, wir holen hier die Obeliskenforschung, die sich in diese Richtung befindet. Und wir werden unterwegs hier fleißig Safran aufsammeln. Da müssen wir noch Yucca besorgen. Da müssten wir eigentlich mal ein paar Palmen umsammeln. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich habe meines Erachtens schon Palmen umgehauen, weil ich auch Palmholz hatte. Aber ich habe, glaube ich, noch keine einzige Yucca-Frucht. Oder kommen die nicht da raus? Doch, da ist noch eine, oder? Ja, Yucca-Frucht. Auch 4 Stück? 8 Stück. Okay, das geht ja relativ schnell. Warte mal, dann machen wir ganz kurz Palmen-Action hier. Oh, jetzt. Okay, es gibt anscheinend pro Palme 2. Aber ich habe doch schon Palmholz umgehauen. Mich wundert jetzt gerade, dass das... dass wir beim letzten Mal keine Yucca-Früchte bekommen haben. Ich bin irritiert. Gut, komm, wir machen jetzt erstmal die Quest. Wir werden unterwegs bestimmt noch ein paar Palmen finden. Guck mal, da rechts sind noch Palmen. Vielleicht sind die auch einfach im Boden geklitscht. Ich habe die nicht gesehen, weil eben die habe ich auch nicht gesehen. Die lagen irgendwie in der Steinoberfläche. Ach, das ist Quatsch. Die machen ja nur Gräser. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber dann haben wir die 40 ja ruckzuck zusammen. Einfach mal E-Datteln, wenn man hier entlang läuft. Vielleicht können wir diese Folge sogar noch die Flamme aufwerten. Das wäre natürlich eine Nummer. Hä? Jetzt war hier nicht eine Yucca dabei. Schräg. Und ich sollte mal was essen. Hier wieder nicht. Hä? Ich spam hier wirklich eh. Nicht eine Frucht. Zwanzig haben wir schon. Naja, die scheinen in den Boden zu glitschen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe ja, dass mit dem kommenden Updates nochmal so eine Funktion reinkommt, dass man eh... ja, wieder keine dabei. Dass man eh gedrückt halten kann, um Sachen aufzusammeln. Das wäre echt eine gute Nummer. Nee, ich glaube, wir müssen da rüber, oder? Guck mal, hier ist doch ein schöner Spot, wo wir noch ein bisschen Yucca-Pflanzen kriegen könnten. Wieder keine. Genau, das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Gibt es vielleicht Yucca, also Palmen, die welche geben, welche, die nicht geben? Da waren wieder welche dabei. Ja, da waren auch keine raus. Oder sind im Boden geglitscht, weiß man nicht. Da waren 4 dabei. Ja, ich glaube, die verschwinden im Boden. Das muss so sein. Das hat wahrscheinlich was mit der Höhe zu tun. Wie tief die Pflanze im Boden ist oder so. Guck mal, wieder nichts. Dafür haben wir das schöne Palmholz. Das ist ja wirklich ein tolles Holz. So, wie viel haben wir denn? Ach. Hier, 44. Wer es nicht glaubt, der ehrt sich. Cool. So, weiter Richtung Quest, hätte ich gesagt. Oh, Skorpion. Lass mich in Ruhe. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts.
Oder muss man, sind das vielleicht die Dinger, die oben hier diese Früchte drauf haben? Nee. Doch, da war einer dabei. Da ist ein, habt ihr gesehen? Da lag's auf jeden Fall. Da habe ich's wegfliegen sehen. So, letzte jetzt. Oder es ist wie bei dem Harz, ne? Bei dem Harz hast du ja auch nicht aus jedem Baum eine Frucht. So, bevor wir uns jetzt hier in die Tiefe stürzen, müssen wir hier auf die Brücke. Gibt's hier was? Weil hier waren wir ja mal, da standen wir unten drunter. Ist halt die Frage... Ist der Obelisk eventuell hier drauf? Ich würde sagen, wir gehen über die Brücke und dann nach rechts, weil da drüben sehe ich auch irgendein Gebäude. Und wir müssen auch mal bessere Werkzeuge machen. Zu dem Turm könnten wir auch, dann hätte man einen offiziellen Schnellreisepunkt, ne? Wieso ist hier creepy Musik? Passiert hier irgendwas? Das ist doch der Obelisk, was ich gesagt habe. Cool. Der Obelisk der Bauer. Katsching. Sehen ja irgendwie cool aus, ne? Wenn hier noch ein bisschen mehr Licht wäre, wäre es noch hübscher. Sieht gut aus. So machen wir das. Undum. Cool, wie das Dorf da unten liegt und so. So, jetzt langt's aber auch. Nein. Von den Makeln in uns allen. Vielleicht wurde die Flamme schon immer verdorben, geblendet vom eigenen Licht, oder vielleicht sind wir schuld. Der letzte Makel zu hoch über den Rest gestellt. Ein Fall, der so tief war, dass er selbst die Abgründe des Sternfallkönigreichs in den Schatten stellte. Ein Versagen, das uns auseinandergerissen wird. Getrennt, durcheinander. Unsere Jungen ertrinken im Krieg, unsere Alten sind in den Sternen eingesperrt. Eine Fehleinschätzung, Asche zwischen Sternenfeuern. Wir alle müssen von vorne anfangen. Manator. Klingt voll lyrisch. Nein, ich wollte die Feder aufsammeln. Danke. Oh, blauer Stoff. Hatten wir nicht irgendwann mal was? Ich glaube, wir hatten noch ein Rezept für einen Banner oder... Jetzt hör auf, mit dem zu reden. Für einen Banner eingesammelt. Guck mal, da geht ein Weg lang. Geht der bis rüber? Meint ihr, wir kommen auf den Turm? Auf der anderen Seite... Was haben wir denn hier noch? Da unten ist irgendwas. Oase. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt da lang. Wir gehen jetzt mal nach Süden. Guck mal, wenn ich hier rüber gehe, da ist ein Weg. Wir probieren es mal. Wir gucken einfach mal, wo es hier lang geht. Ich finde es voll geil, dass es hier wie so ein Irrgarten ist, ne? Mit Höhen und Tiefen und so weiter. Und die Imkerpfeife dürfen wir nicht vergessen. Da hatten wir beim letzten Mal aufgehört, uns so eine Basis gesetzt in der Wüste und wollten dann da weitermachen. Was gibt's denn hier? Das muss ich mir kurz angucken. Der Schmetterling ist wieder vorbeigeflogen. Okay, ja, interessant. Kann auch ganz schnell mal Bumm machen. Ist da irgendwas dahinter? Sieht nicht so aus, ne? Oh, 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 oh. Nein. Ich wollte das eigentlich anders machen.
Tja. Wie kommt man denn hier hin, frage ich mich. Also wie kommt man vor allen Dingen, wenn ich da ins Miasma gehe, wieder raus? Ist es vielleicht da geradeaus? Seht ihr das? Da hinten geht sowas drüber. Also hier die Steilwände, da komme ich nicht rüber. Dazu bin ich zu flach. Das Einzige, was ich probieren könnte, hier hoch und dann darüber, aber... Oder es geht wieder irgendwo eine Brücke rüber, die ich nicht sehe. Ich gehe mal hier hoch, dann haben wir ein bisschen höheren Punkt. Vielleicht sehen wir von oben was. Guck mal da. Seht ihr das da, diese Schräge hier gerade aus? Ich bin mir aber unsicher, ob es da rüber geht. Weil hier sehe ich nichts. Guck mal, man sieht ja hier keine Brücke und nichts. Keine Ahnung. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ich probiere es. Komm. Scheiß drauf. Ja, das sieht gut aus. Da geht ein Weg hoch. Ich sehe es gerade. Nice. Da geht ein Weg durch. Ich will nicht kämpfen, hau ab. Ich muss in diesen Turm. Müsste der letzte Turm sein, oder? Wüstenturm? Gehe ich mal fest davon aus. Die Ödlandwarte. Da gab es so eine Errungenschaft. Warte eine Warte. Aktiviert. Was ist das? Hä, was ist denn das? Hä? Das kann doch nicht gewollt sein, oder? Was ist denn hier passiert? Bug oder Feature? Na, looten kann ich nicht. Gut. Go. Da ist eine Tür. Da ist ein was zum Hangeln. Da ist ein Schalter. Dann ist bestimmt jetzt die Tür hier aufgegangen, wa? Ja. Okay. Lassen wir das mal lieber. Okay, muss ich aber mich mal ganz kurz durcharbeiten. Boah, hier die fetten Heiltränke drin. Cool. Was haben wir da? Gereinigter Verband. Wahrscheinlich. Nee, durchs Papier kann es ja nicht sein. Salz, ja, da brauche ich noch viel, viel mehr von. War das eine Erfahrungsrolle? Wo ist sie denn? Ich habe doch gerade eine Rolle eingesammelt, da habe ich mich wahrscheinlich verschaut. Okay. Jetzt habe ich hier einen Schalter gedrückt. Aha.
hinten lang? Da ist was, oder? Ist es das? Ich habe die Truhe nicht gelootet? Ach du Scheiße. Vor lauter gucken und machen und tun. Au. Oh, hat gelangt. Nice. Oh, hat gelangt. Ich habe die Truhe nicht gelootet. Ach, deswegen habe ich nach der Schriftrolle gesucht. Weil ich es nicht gelootet habe, ich Vollprofi. Naja, sag mal, was sind wir eigentlich für ein Level? Ach, wir sind schon Max... Ne, ist 25. 22 sind wir, okay. Wir haben 7 Punkte noch. Ob ich hier auf dem Bogen noch was gebe? Ich habe keine Ahnung. Multischuss, ne, das verbraucht viel Pfeile, habe ich schon gehört. Hier so ein Waldläufer, Geschick und Grit. Weil ich schieße ja doch relativ viel mit dem Bogen, ne? Nee, Bogen gleiten, das lasse ich. Oder mehr HP. Stärke, wo war denn HP? Hier vorne, oder? Unbarmherzig. Nee, das waren diese Waffen. Schlechter. Nahkampf-Schlitzschaden wird erhöht. Wuchtschaden, das waren die Dinger, ja. Konstitution, hier. Kommen wir hier hin? Turm. Wenn sich drei oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern leidest du 10... Aha. Wächter. Magieschaden. Apu. Ich habe keine Ahnung. Hier, Konstitution nehmen wir noch mit. Stärke haben wir freigeschaltet. Sprungangriff? Nee. Ich heb mir die Punkte jetzt auf. Gucken wir später nochmal. Oh. So, jetzt aber. Turm erreichen. So, den haben wir schon gedrückt. Ich frage mich gerade, müssen wir hier lang? Au. Da ist ein Schalter. Schon wieder das Licht aus hier. AKA Sonnenuntergang. Ja, ist ja gut. Ach, ich hab doch... Ich wollte doch mal. Lass mich doch mal. Oh, den lassen wir natürlich nicht stehen. Das nehmen wir mit. Da haben wir gerade gute Erfahrungen gemacht. Trüböl. Aha. Warte mal, da ist doch was. Wie kommen wir denn da hin? Ah, da. Da ist der Knopf. Ist das die hier? Da ist der andere Knopf. Hier, oder? Jo.
Müssen wir da hoch? Wahrscheinlich, oder? Moment, da ist ein Teleporter. Was da drüben? Jetzt raus und auf den Turm runtergesegelt. Und wieder nach unten. Einmal von vorne, bitte. Du sollst nicht essen, du sollst die Waffe wechseln. Jedes Mal mache ich das hier. Oh, Sturz. Halt dich fest. Ein Haken. Lutsch. Oh, Feuerbälle sehe ich da unten wieder. Erfahrungsschriftrolle. Ja. Nehmen wir doch. Cool, so viel Stoffe. Na, es gibt nur Steine, ne? Da unten ist der Schalter. Ich hab den Fleischwolf. Grüße an den Fleischhammer. Ist das ein Einhänder oder ein Zweihänder? Ach Mann, jedes Mal esse ich. Das ist ein Einhänder. Oh. 47. Na, genauso wie unser Schwert. Nice. Warte mal, das können wir mal löschen. Knochen brauche ich nicht wirklich. Stein brauche ich auch nicht wirklich. Okay. Puh, wo lang geht's hier? Darüber? Vor allem, wo geht's hier weiter? Ich habe ja noch nicht mal gesehen. Au. Nein. Da oben ist ein Teleporter, aber ich glaube, das ist der Teleporter, wo wir reingekommen sind, oder? Da drüben ist noch zu. Ah, da. Ha, nee, aber hier war ich definitiv. Ich blick nicht durch, wo ich hin muss. Das ist der Teleporter nach unten, oder? Hier sind wir doch angekommen, oder nicht? Warte mal, ich guck mal. Nee, es war der richtige. Haha, geil. Die Seele des Ödlands ist schon lange vertrocknet. Jedes Sandkorn ist ein stilles Gebet, furchtlos wie der tote Boden darunter. Versiegelte Quellen des Lebens, die jetzt kein solches mehr beherbergen. Verblichene Hoffnung begraben unter Dünen und Staub. Ja, cool. Wir haben den letzten. Da hinten ist das rote Miasma. In die Richtung wird es dann weitergehen. Wir haben den letzten Turm. Das freut mich jetzt aber sehr. Cool. Ja, ich sehe halt auch nichts hier. Ich hoffe, es kommt noch, wie gesagt, sowas rein. Das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass man in der Nebenhand eine Fackel tragen kann.
dass man hier ein bisschen was sieht, wenn man ein Werkzeug in der Hand hat oder ein Schwert oder was auch immer. Gut, ich meine, ja, stimmt, wir haben ja die Irrlichter. Können wir eigentlich mal machen, oder? Mit ihr was seht. Da brauchen wir ja keine Fackel, wenn wir hier so ein Irrlicht haben. Gut. Da liegt noch Papier. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Das haben wir. Da ist eine Miasma-Wurzel. Ausgrabung. Hier geht es jetzt anscheinend weiter Richtung Süden. Hier ist eine Oase. Und wir gucken mal ganz kurz hier auf die Karte. Die Imkerpfeife. Die ist hier oben. Okay, da müssten wir uns praktisch von dieser Basis hier oben hinschaffen. Dann, dann porten wir jetzt erstmal nach Hause und schlafen. Aber wir haben schon mal den letzten Turm hier in dem Gebiet, das ist schon mal cool. Portet es jetzt mit, das Irrlicht? Ich hoffe, wird schon gehen, oder? Bestimmt. So Leute, wir machen folgendes, wir machen einen kleinen Cut, ich sortiere kurz aus, schlafe und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück, in der Wüste angekommen, ich habe aussortiert, ein bisschen geschlafen, die Erholung geholt. Müssen wir hier rein? Ich hoffe ja nicht. Ne, ist 500 Meter, das kann nicht sein. So, jetzt haben wir wieder das Thema, dass wir hier, glaube ich, nicht hochkommen so einfach. Doch, da links sieht es gut aus. Oder rechts rum. Probieren es mal rechts rum. Den Safran haben wir auch schon fast komplett. Ich habe jetzt gerade mal zu Hause aussortiert. Und ui, da ist einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Ja, ja, beschieß mich halt. Was haben wir denn? Wasser, Tee, Fleisch. Machen wir hier mal ein bisschen Ausdauerregeneration drauf. Was ist denn das? Ein Schwefelpilz? Oh, da ist rotes Miasma. So weit sind wir noch nicht. Da brauchen wir erstmal... Ja, perfekt. Und dann haben wir uns auch noch einen Kamilletee hinten rein. Hinten rein vor allen Dingen. Nicht hinten rein. Was am Schnaufen ist hier. Ein Wookie-Lager. Oh. Wo ist der andere hin? Ah, der liegt da. Hm, 73 Meter. Jetzt ist die Frage, ist der da? Warte mal. Was ist denn mit ihm? Spanngeschwindigkeit von dem Bogen ist aber schon echt ziemlich cool. Wenn ich da jetzt noch gute Pfeile reinlege. Dann geht das ab. Ist hier noch irgendein Wookie drin? Oh, eine Kiste. Sogar eine goldene. Okay, krass. Was ist denn das für ein Schattenfluchbogen? Sieht auch ziemlich gut aus.
doch alles mit, was hier noch drin liegt. 45 Meter, wo will er denn, dass ich hingehe? 13, 12? Aha. So, warte mal, bevor jetzt hier mir irgendwas passiert. Machen wir einmal so. Nein. Sieht ja so ein bisschen aus, als wäre das hier eine Arena. Position erreicht, aber wo? Okay, da unten ist Lava, Lava, Lava. Muss ich hier rein? Hi! Oh shit, da ist ja ein Schamane dabei. Warte mal. Ey, ey, ey. Soweit. Na gut. Ich muss erst den Schamanen wegkriegen. So, jetzt. Jetzt können wir kämpfen. Ah, da ist einer. Ich sehe ihn. Warte mal. Ich habe eine Idee. Kommen wir da ran? Ich glaube, ich treffe ihn nicht. Ich hoffe, meine Pfeile reichen. Frage ist, treffe ich den überhaupt? Also ich höre einen Treffer-Impact, deswegen bin ich mir halt... Warte mal kurz. Ja, ist besser. Doch, ich habe ihn getroffen. Ich glaube, erst wenn man das Trefferfeedback hört. Geht doch.
Da haben wir die Imkerpfeife. Ja, nice. Da ist noch eine Kiste, die will ich aber noch. Und die nehmen wir natürlich auch noch mit. Haben wir die leer gemacht? Haben wir leer gemacht. Okay. Dann. Habemadeth. Oh Gott. Entschuldigung, es könnte jetzt sein, dass die Aufnahme gerade geruckelt hat. Wir haben jetzt Bienen. Kann das sein? Kann es sein, dass wir jetzt Bienen haben? Ja. Juhu. Die Bäuerin mit den schönen Augen. Imkerpfeife halten. Dein Geschenk ist so süß. Verwenden wir die Imkerpfeife, um einen Honigbienenstock herzustellen. Wenn es Zeit für die Ernte ist, können wir etwas ganz Besonderes herstellen. Du magst hoffentlich glasierte Yucca. Eine glasierte Yucca und deine Augen. Sehr schön. Das passt doch zusammen. So, Imkerpfeife haben wir ja. Wir haben eine Vogelscheuche? Wie geil ist das denn? Die müssen wir unbedingt bauen. Die kommt dann auch in die neuen Felder. Wie cool. Ein Honigbienenstock. Ach so, da muss aber die Dings platziert sein, die Pfeife. Goodbye. Goodbye. Doch, ist richtig. So. Oh, wie cool. Wir können jetzt... Wir haben Bienen? Oh, eine richtig große. Hier. Die werden jetzt hier hingesetzt, oder? Würde ich mal sagen, dass die Bienen hier sammeln können. Gibt es da keinen Eingang für die Bienen? Oder? Zwischen die Blumen. Ich meine, die müssen natürlich hier Bienensachen machen. Ihr macht Bienensachen, oder? Aha, da muss er... Zucker? Kannst du Zucker herstellen? Boah, eine Fruchtschüssel. Wie lecker. Da, Zucker. Ah, deswegen Zuckerrohr. Und was war das andere? Wasser. Da habe ich doch hier gerade einen Brunnen platziert. Sugar, Sugar. Ne, wie ging das? Honey, honey. Jetzt muss ich aufpassen, das ist viel zu genau gesungen, ne? GEMA kickt sofort rein. Sugar, honey, honey. So. Cool. Ich freue mich. Nice. Das war doch sehr erfolgreich, ihr Lieben. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. C3PO wird bald eine neue Rüstung bekommen, wenn wir genügend Eisen zusammen haben. Und ich habe da schon was angesetzt. Also wir könnten demnächst Dinger tun. Dann machen wir uns eine neue Rüstung. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss.